Einen schönen guten Abend an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich freue mich, Ihnen heute natürlich auch im Namen von FX Flat ein Webinar mit Traders Talk präsentieren zu dürfen. Sergey Wolf wird Ihnen von der Marktvorbereitung bis zur Marktnachbearbeitung zeigen, worauf es halt beim Daytrading ankommt, um langfristig erfolgreich zu sein. Vielleicht eine kurze Nachfrage. Ich bin gut zu hören. Gibt es da Kann ich mal kurz ein Feedback bekommen von einem der Teilnehmer? Super, danke schön, danke. Bevor wir jedoch starten, obligatorisch die Risikohinweise. Das Webinar dient natürlich nur zu Schulungszwecken. Es gibt keine Handelsempfehlungen und die Meinung des Referenten muss nicht immer der von FX Flat entsprechen. So, Sergey, du bist bereit? Dann übertrage ich dir die Rechte und du kannst dein Bildschirm gerne übertragen. Viel Spaß. Sehr gut, vielen Dank. So, ich selber eben drauf schauen, was ihr seht. Ja, passt. Im Grunde genommen dürftet ihr auch nichts anderes sehen, ja, weil ich noch einen Laptop habe. Ja, das ist mein Arbeitstier zum Handeln und für die Webinare. Aber gut, vorab erstmal, also auch von mir ein herzlich willkommen ja zu unserem Webinar. Ich glaube, das ist jetzt das zweite, was ich im Rahmen von, also mit, was wir gemeinsam mit FX-Flat jetzt hier halten, ja. Für diejenigen, die mich nicht kennen, nur ganz kurz, ja, ich heiße Sergey Wolf, bin Mitte 30 jetzt mittlerweile, rutsche langsam in die 40er-Zone rein, ja, schrecklich. Und habe mit dem Handel im Grunde genommen, wie jeder andere angefangen, ja, das heißt also erstmal irgendwie reingeschnuppert. Für mich war relativ zügig klar, da war ich aber in der Position, dass ich tatsächlich auch so das Glück hatte, dass ich eine Sache aufgeben musste und musste was anderes machen. Ja, und da bin ich irgendwie so in den Handel reingerutscht und das hat mir ganz gut gefallen. Für mich stand relativ zügig fest, dass ich das ja, beruflich machen möchte. Ja, das heißt, ich möchte dann davon meinen Kühlschrank, meine Kinder und die Frau ernähren. Ja, und deswegen habe ich mich da so ein bisschen reingebissen, habe Glück gehabt, den einen oder anderen ja, kennengelernt zu haben, ja, wie er so im Leben ist, am richtigen Ort, zu richtiger Zeit den richtigen Menschen kennengelernt. Und so bin ich dann im Grunde genommen relativ gut in einem Team groß geworden, ja, im Handel. Ja, das ist im Grunde genommen bei Traders Talk dann und habe mein Eurex-Zertifikat gemacht damals 2017, ist noch gar nicht so lange her. Genau, weil das die Grundvoraussetzung war im Grunde genommen, dass man als eingetragener Händler dann auch handeln kann, ja. Und von da aus hat im Grunde genommen meine Reise gestartet, ja. Die hat aber nicht so gestartet wie man denkt, ja, man ist in einem super Team aufgehoben, alles Leute um einen herum, die früher Eigenhandel bei den Banken betrieben haben, also wirklich klasse Team, ja. Sondern ich musste genauso alles durchmachen, die ganzen Kinderkrankheiten. Das heißt, Verluste, 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 ja, Kopfkino mit allem, was da dann dazugehört, ja. Also wie gesagt, wer im Handel erfolgreich sein möchte, ja, der muss erstmal ja, ein bisschen ausbluten, ja. Hört sich ein bisschen schlimm an, aber das ist tatsächlich auch so, ja. Das heißt, psychisch, mental, man kommt an seine Grenzen, ja, bevor man tatsächlich dann irgendwann begreift, was man hier macht, wofür man hier ist und wie eigentlich das Ganze hier aufgebaut werden sollte, damit man irgendeine Chance hat, überhaupt langfristig Geld zu verdienen. Ja, wir reden hier nicht von Überfliegern, ja, weil die meisten mit dem Handel Millionen sofort Summen im Kopf haben, ja, sondern es geht hier darum, tatsächlich im Kurzfristhandel regelmäßig gewisse Patterns abzuhandeln, um regelmäßig Geld zu verdienen. Ja, nach oben ist natürlich so, sagen wir mal, kann man alles staffeln, wenn man die richtigen Instrumente handelt. Aber ansonsten
ist so mein Werdegang gewesen, ja. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, vor 3 Jahren, gute 3 Jahren, so ein Mentoring aufzubauen, ja, wo ich dann den einen oder anderen in die Arme gegriffen habe, weil gesehen habe, da ist Potenzial da, aber die wissen mit dem Potenzial nichts zu nutzen oder wie man das Potenzial nutzt, ja. Und so ist irgendwie so das Mentoring entstanden. Das ist das, was ich im Grunde genommen bei uns jetzt in der Firma neben dem Handel mache, ja. Jeden Dienstag und Donnerstag im Grunde genommen um 12 Uhr treffen wir uns da mit den Kunden und machen das Mentoring, ja, wo ich versuche, den Leuten im Grunde genommen ein bisschen ja, den Leitfaden zu zeigen, in welche Richtung es gehen sollte, ja, wo man den Fokus legen sollte. Genau, und ansonsten bin ich, wie gesagt, eigentlich Vollzeithändler. Ja, Vollzeithändler ist in Klammern. Ja, Vollzeit bedeutet nicht, wie in anderen Berufen, 8, 10, 12 Stunden zu arbeiten. Ja, Vollzeit bedeutet einfach, dass ich daraus mein Kühlschrank fülle. Ja, das ist von Monat zu Monat ist der Kühlschrank voll, Gott sei Dank. Und normalerweise ist der Handel von 9 bis 10:30 Uhr durch. Ja, also die ersten 1,5 Stunden im Handel nach Cash oben in den ich handle ja Eurex-Instrumente, ja, DAX, Eurostoxx Bund, und da sollte man eigentlich in den ersten 1,5 Stunden das Nötige gemacht haben, ja, weil unser Fokus ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag fokussiert auf höchster Leistung, höchste Ebene arbeiten können, sondern das ist bis jetzt noch alles begrenzt, ja. Das mag dann sein, dass mit der Evolutionsgeschichte dann später in ein paar Millionen Jahren irgendwie anders wird, ja, dass die Menschen dann auch leistungsstärker sind, aber bei uns ist das so, dass wir tatsächlich zwischen halbe Stunde und irgendwo maximal wahrscheinlich 90 Minuten hochkonzentriert arbeiten können, ja. Und das ist tatsächlich auch Arbeiten, das ist hochkonzentriertes Arbeiten, ja. Das ist nicht nur eben irgendwelche Kerzen abzielen, das ist nicht rot-grün alles, ja, sondern das fokussiertes Arbeiten, überlegen, wo sind die Marktteilnehmer, ja, wo stehen die, was machen die, ja, wann kommen die Vorteile für mich raus, dass ich dann die Position eröffnen kann mit dem geringsten Risiko, um noch nicht mal große CRVs zu fahren, ja. Also da lege ich keinen großen Wert darauf, große CRVs zu handeln, sondern ich lege großen Wert an Stellen zu handeln, wo tatsächlich die Trefferquote und die Konfidenz, ja, dass ich überzeugt bin von diesem Trade, dass das zustande kommt, ja. Alles andere, dieses, sagen wir, Skalieren des Geldes, ist ja eigentlich nur eine Frage von der Size, ja. Das heißt im Grunde genommen, ob jetzt im Eurostoxx mit 3 Kontrakten handelt, ja, was pro Punkt dann 30 Euro bedeuten würde, mit 30, mit 300 ist alles möglich, ja. Das heißt, ihr würdet dann pro Punkt 3.000 Euro bewegen, ja, und wenn ihr damals, was weiß ich, was 10, 5 Punkte gemacht habt, seid bei 15 bis 30 Riesen, das ist schon alles in Ordnung. Ja, ich muss da keinen Riesenstrecken über ein Dach fahren, um sagen, das Risiko lange zu halten. Ja. Aber gut, das ist so ein bisschen was dazu. Letztes Mal, wo ich hier war, habe ich ja gesagt, weil wahrscheinlich auch Teilnehmer jetzt sind, die vom letzten Mal ebenfalls, die letztes Mal ebenfalls anwesend waren, habe ich mich erinnern, kann mich daran erinnern, dass ich gesagt habe, dass wir so ein bisschen auf ein anderes Thema eingehen als immer diese trockenen Charts, ja, gucken, wo kann man handeln, wo kann man nicht handeln. Ja, es gibt eine Sache, warum die Händler, die angehenden Händler, die gerne damit Geld verdienen würden, warum man nicht nach vorne kommt. Ja, das heißt, vielleicht so Frage an euch, ja, was ist der Grund, dass so viele scheitern? Was ist der Grund, dass man nicht weiterkommt im Handel? Ja, das ist im Grunde genommen eine Sache. Ja, ich warte, vielleicht tippt ja irgendeiner was in den Chat rein. Aber was ist die Ursache, dass wir im Handel stagnieren, dass wir im Handel nicht weiterkommen, dass wir im Handel keine Performance erreichen? Wenn wir eine Performance stabil haben, warum erreichen wir den nächsten Schritt nicht, dass die Performance nach oben noch weiter gepusht wird? So. Mal die Chatfunktion. Hier ist Chatfunktion. Vielleicht schreibt einer, schreibt keiner. So. Jo, moin. Ich muss ehrlich sagen, dass ich und andere.
Ja, ich weiß, das Mentoring ist halt von 12 Uhr, ja meistens von 12 bis 2. Die meisten sind am Arbeiten, wird alles aufgezeichnet. Das heißt, man kann die Videos nacharbeiten. Ja. Teilnehmer, die sind nur so unterwegs, ja, und arbeiten die Videos nach und stellen dann Fragen, die ich dann im nächsten Video erkläre. Aber vielleicht kann man dann nächstes Jahr irgendwas dran rütteln, dass man auch vielleicht eine Session abends macht, wie auch immer. Aber gut, man gibt ihm zu wenig Zeit. Vollkommen richtig, ja. Also dieses ich telefoniere total viel mit potenziellen Kunden, ja, die uns irgendwie erreichen. Und die meisten sagen, ich bin jetzt seit einem Jahr dabei, seit anderthalb Jahren. Gestern hat mich einer angerufen, der seit 2 Jahren dabei und der kommt nicht weiter, alles sehr frustrierend. Ja. Da habe ich ihn so ein bisschen aufgezeigt, wie lange man braucht als Händler, damit man irgendwann mal Geld, oder sagen wir mal, das Geld ist ja nicht das Wichtigste. Ja, sondern das Wichtigste ist, einen Prozess auf die Beine zu stellen, welches man dann im Grunde genommen ein bisschen verfeinern kann, optimieren kann, damit am Ende des Tages aus dem Prozess eine gewisse P&L entsteht. Ja. Und das sind, ja, roughly gesagt, 5 bis 6 Jahre. Ja. Das heißt, wir haben Kontakt auch zu anderen Händlern, ja, die mittlerweile wirklich sechs, siebenstellig unterwegs sind, ja, und keiner von denen ist unter 5, 6 Jahren erfolgreich geworden. Ja, das heißt, diese Zeit muss man nehmen. Ja, das fängt ja schon bei ganz kleinen Sachen an. Das heißt im Grunde genommen, wenn ich seit 2 Jahren dabei bin, ja, in 2 Jahren ändert sich der Markt nicht großartig. Wir sehen mal gewisse Handels- oder Chart-Charakteristiken da drin, ja, aber wir haben kein, sagen wir, kein Corona gesehen, ja, dann denken alle, oh, der Markt ist volatil, aber keiner von diesen Leuten, die Corona-Zeit erlebt haben, keiner von denen hat eine Zeit erlebt, wo der DAX 3 Monate in einer Range von 10 Punkten handelt, ja, solche Geschichten, das heißt, wir müssen erstmal überhaupt mehrmals gewisse Sachen gesehen haben. Langsamer Markt, schneller Markt, Markt mit viel Risiko, Markt dann, wo man wirklich mit relativ wenig Risiko handeln kann. Ja, das heißt, diese ganzen Sachen müssen ja erstmal von uns aufgearbeitet werden, aufgesaugt werden und daraus müssen gewisse Rückschlüsse gezogen werden, damit wir später, ja, wenn so eine Situation nochmal kommt, unsere Schublade im Kopf aufmachen können und sagen, pass auf, das ist eine hochvolatile Zeit jetzt, ja, ich muss so und so und so mich benehmen, ich muss meine Kontrakte ein bisschen runterfahren, ich muss auf meinen Stop achten, ja, und solche Geschichten. Kann ich überhaupt handeln? Ja, vielleicht ist das Spread zu groß, kann ich auf ein anderes Instrument wechseln? Ja, zum Beispiel die Leute, die zu Corona gehandelt haben im DAX, der Spread war enorm groß, die waren aufgeschmissen. Ja, aber da statt im DAX weiterzumachen, auf den Eurostoxx zu springen, wo der Spread immer noch bei einem Punkt gelegen hat, ist kein so richtig in Sinn gekommen. Und dann konnte man aber im Eurostoxx 40, 60 Punkte strecken, ganz locker fahren. Ja, mit einem relativ kleinen Risiko. Solche Geschichten, ja. Also das heißt, das dauert ja schon mehrere Jahre, bis wir eine gewisse Database da aufgebaut haben. Ja. So, und Angst, Geld zu verlieren, ja. Angst, Geld zu verlieren ist im Grunde genommen, ja, ist wahrscheinlich bei jedem irgendwie immer da. Aber um diese Angst zu verlieren, müssen wir eigentlich den nächsten Schritt gehen. Ja, wir müssen erstmal verstehen, was mache ich da überhaupt? Ja, das heißt, und wie verstehe ich das, was ich da überhaupt mache? Ist ganz einfach. Ich habe ja gewisse Sachen, die ich handle. Ja, das heißt, man handelt ja gewisse Setups ab, man handelt irgendwelche Strategien ab. Ja, who cares? Ja, alles funktioniert. Nur dabei bleibt ja dann irgendwann mal hängen, ja. Ich gucke mal noch mir an, was da Disziplinprobleme, ja, aber die Disziplinprobleme haben was damit zu tun, dass man noch nicht, auf gut Deutsch gesagt, noch nicht richtig auf die Schnauze bekommen hat, ja. Deswegen, das ist immer so, wenn man noch nicht genug Schmerzen erlitten hat, ja, dann bleibt man disziplinlos, ja, auch im Handel. Wenn man irgendwann mal verstanden hat, dass entweder geht es jetzt aufwärts oder die Existenz ist kaputt, ja, der Kühlschrank bleibt leer
oder das kommt gar nicht dazu, dass der Kühlschrank voll ist. Wenn man diese Zeiten nicht durchlebt hat im Handel, ja, und immer noch disziplinlos ist, ja, wird es einem sowas helfen. Ja, das heißt im Grunde genommen, dass man wirklich einmal erstmal auf die Schnauze fällt, sich dann hinsetzt und sagt, okay, mein Freund, ja, wo machen wir jetzt weiter? Entweder beißt du dich jetzt und reißt du dich zusammen, oder es wird nie im Leben klappen, ja. Und das hilft dann ungemein, an dieser Disziplin zu arbeiten. Ja. Aber es gibt da so Tricks, ja, also was heißt Tricks? Also zumindest was mir gut geholfen hat. Ja, ich war so immer disziplinlos, was Overtrading anging. Ich habe teilweise am Tag 800 Trades abgepfeffert, ja, was nicht unbedingt dazu geführt hat, dass meine P&L damit gewachsen ist, sondern die war mal etwas mehr wieder im Plus, ja, dann von diesem Plus wieder was abgegeben und letztendlich am Ende des Tages, ja, 800 Trades, so und so viele Kontrakte, mal die Gebühren, könnt ihr selber ausrechnen, was auf der P&L dann gestanden hat, ja. Und dann musste ich irgendwann mal die Bremse anziehen und sagen, okay, wie geht's weiter? Ja, sag mal, dieses unbewusste Handeln hat weiter stattgefunden. Also musste ich bewusst dagegen arbeiten. Ja, und bewusstes Dagegenarbeiten ist im Grunde genommen, sich zu entscheiden. Also ich habe es so gemacht, ich habe mich auf einen Trade am Tag fokussiert. Ja, das heißt im Grunde genommen der gute One Trade. Ja, und so habe ich es erstmal durchgezogen. Ja, ob der ein Verlust war, ob der ein Gewinn war, hat mich nicht interessiert. Also das heißt, das Geld zu dieser Zeit war irrelevant, weil ich wusste, wenn du das nicht in den Griff bekommst, dann wirst du auch kein Geld verdienen. Also habe ich nur einen Trade gemacht. Ja, aus welchem Grund? Ich wollte eigentlich nur meinen Kopf umprogrammieren. Ja, mein Kopf sollte sich aus, sagen wir, in dieser Komfortzone, wo ich mich bewegt habe, viele Trades zu machen, wollte ich da wirklich einmal kurz unterbinden und sagen, pass auf, du musst dich jetzt auf eine neue Situation einstellen. Das heißt, deine Komfortzone verlassen, einen Trade zu machen. Ist der im Gewinn? Hat man ein leichtes, gutes Feedback? Fühlt man sich gut? Ist der schlecht? Da musst du dich jetzt zusammenreißen, den PC ausmachen und das von einem Tag auf den anderen Tag. Und dann irgendwann mal hat das gar nicht mal so schlecht getan, sondern man hat dann geguckt, dass man diesen Trade, den man da zur Verfügung hat, dass man den tatsächlich schön vernünftig positioniert. Ne? Das heißt, nicht mal irgendwo um 9 Uhr mal eben klicken, weil die Kerze grün war, sondern auf seinen Bereich zu warten, was man vorher sich erarbeitet hat, und dort versuchen, sagen wir, mit der maximalen Kontrolle einen Trade abzusetzen und diesen Trade, sagen wir, die Chance zu geben. Ja? So. Als ich dann gemerkt habe, dass ein Trade zu wenig ist, ja, warum? Weil im DAX ist ja im Grunde genommen, man geht rein, ja, es kann sein, dass noch irgendein Spike kommt aus heiterem Himmel und dann war der Tag vorbei. Aber ich habe gemerkt, dass man durch ein Re-Entry, weil die Situation sich wieder gefangen hat, durch ein Re-Entry meistens noch in eine viel bessere Position reinkommt und die Gesamt, sag mal, Tages-P&L wäre super positiv. Ja, also habe ich gesagt, okay. Also brauchst du im Grunde genommen zwei Trades am Tag, um, falls mal irgendwann mal du gespiked wirst, dann kommst du im Grunde genommen durch ein Re-Entry eventuell, wenn die Situation es zulässt, trotzdem ins positive Ergebnis. Also habe ich dann irgendwann mal zwei Trades gemacht. Und so habe ich dann gesteigert. Zu der Zeit war ich dann komplett konform damit, auf die Zonen zu warten. Ich wusste, wenn ich außerhalb der Zone klicke, kann der Tag vorbei sein. Und wenn der negativ ist, dann kann ich noch nicht mal begründen, warum ich da geklickt habe, weil das ist nicht die vorbereitete Zone gewesen. Ja, also das heißt Support Resistance, wie auch immer. So. Und so hat er seinen Lauf genommen. Ja, auf einmal hat sich der Handel verändert. Ja, ich habe dann mit Händlern gesprochen, wo ich sage, du, ich mache am Tag maximal 1, 2 Trades. Ja, wo die gesagt haben, wow, kannst du davon leben? Sage ich, Kühlschrank ist voll, aber es geht ja gar nicht darum, jetzt Geld zu verdienen. Es geht ja darum, sein Mindset erstmal so weit zu programmieren, dass du im Nachhinein, wenn du es dann schaffst und größere Size fährst, dass nicht dann wie ein Vollpfosten da stehst, sondern dann ist alles eigentlich genau da, wo es sein soll. Ja, du hast die Disziplin, du kannst auf deinen Zonen warten und vor allen Dingen du akzeptierst diesen Verlust. Ja, der Markt läuft ins Minus, zack, die zwei Trades vorbei, von mir aus zwei Trades im Minus und du hast diesen Verlust akzeptiert. Ne, und so habe ich das dann irgendwann mal gemacht. Dann irgendwann bin ich auf drei Trades rausgekommen.
Ich habe, glaube ich, mit, wer war das, Katrin oder so, das habe ich jetzt nicht geschafft zu lesen, den Namen. Ich habe das, glaube ich, fast 3 Monate durchgezogen mit dem einen Trade, wo ich mich wirklich dann komfortabel damit gefühlt habe. Ja, das heißt, ich habe mich am PC gesetzt und das war nicht mehr so, ich muss jetzt irgendwas klicken. Ich habe mich am PC gesetzt und das war so, wann kommt der Markt an meine Zone? Dann möchte ich ein gewisses Pattern sehen, ja, was ich dann zum Execute nehme und dann ging es ab. Ja, und dann war ich irgendwann mal bei 3 Trades und als ich bei 3 angekommen bin, ich habe mir immer, weil man muss ja bewusst handeln, das heißt, ich habe immer alles aufgeschrieben. Das heißt, vor mir lag dann irgendwie ein Zettel, was ich immer ausgefüllt habe, 3 Trades, wie auch immer. Und dann habe ich gemerkt, diesen Zettel brauche ich gar nicht. Das heißt, ich muss mich gar nicht mehr festhalten, ja, sondern für mich war es selbstverständlich, nur noch auf das zu warten, was ich handeln möchte. Ich hab wirklich kein Bedürfnis mehr gehabt, irgendwo reinzuklicken, was nicht meins war. Und das fand ich total geil. Ja, und jetzt mittlerweile bin ich irgendwo pro Instrument maximal, genau, Kacken war das, maximal bei 5 Trades, ja, so roundabout irgendwie, aber meistens komme ich da gar nicht auf diese 5 Trades, also wenn man am Tag irgendwelche 3 Trades absetzt, ist völlig in Ordnung, das reicht auch, ja, weil man eben sich so weit entwickelt hat, dass alles stimmig ist, ja, das heißt, diese Information, die fortlaufend auf uns trifft, ja, das heißt, mit jedem Tick gibt es neue Informationen, die hat man in der Zeit geschafft, einfach, sagen wir, aufzusaugen, zu interpretieren und daraus gegebenenfalls sagen wir, ein Entry zu machen. Und was das Gute von diesem ganzen Zeugs war, ja, lass mich mal ganz kurz einen Schluck Tee nehmen, bevor ich hier an Atemnot gleich sterbe, ja, weil ich so viel rede. Genau. Was war das Positive daraus? Ja. War im Grunde genommen nichts anderes als auf einmal konnte man eine Auswertung machen. Ja. Und das ist das, was die ganze Zeit gefehlt hat. Ne? Das heißt, versucht mal 800 Trades auszuwerten. Ja, funktioniert nicht. Ja, versucht mal 20 Trades am Tag auszuwerten. Funktioniert nicht. Ja. Also war das wieder so ein Ding, was zugespielt oder mir zugespielt wurde, ja, im positiven Sinne, wo ich sage, cool. Auf einmal habe ich in diesen 1 oder 2 Trades gemacht, ja, dann später 3 Trades gemacht und ich konnte am Tag eine vernünftige Analyse machen, das heißt eine Trade-Auswertung, jeden Trade wirklich dem, sagen wir, die Zeit zu widmen, eine vernünftige Auswertung zu machen, um zu verstehen, weil ich ja jetzt, sagen wir, meine Psyche im Griff gehabt habe, ja, das heißt zu viel Handeln und solche Geschichten, ja, um zu verstehen, was ich verändern muss in jedem einzelnen Trade, um vorwärts zu kommen. Ja? Und da fing das an, wo man gesagt hat, hey, jetzt entwickle ich richtig Spaß daran. Ne? Weil jetzt ist nicht nur irgendwelche 3 Trades abzupfeffern, sondern ich möchte jetzt verstehen, wie ich die Trades abpfeffern muss, wie ich die begleiten muss, damit eine gewisse, sag mal, ich sage immer so Maximalperformance dabei rauskommt, ja. Also wir sind alle nicht 100% korrekt, besonders nicht in so einem hochkomplexen System wie die Börse, ja. Da können wir nicht, sag mal, Punkt 0 kaufen und bis 100 halten, ja. Und bei 100 Data, sondern wir müssen im Grunde genommen versuchen zu analysieren, ja, wie kriege ich die maximale Performance aus den Trades raus, die ich da mache, ja. Und ja, so hat das irgendwie seinen Lauf genommen, ja, also durch die Auswertung. Und jetzt zu der Frage wieder zurück, ja, warum scheitern super viele an der Börse? Ja, also ich habe gestern mit einem telefoniert, er ist mir so rausgerutscht, von 1.000 Leuten schaffen es 2. So, bleibe ich bei der Meinung, ja, ich habe über 200 Mann gesehen, wie die durchgelaufen sind, durch super Ausbildung, da ist keiner hingeblieben. Ja, also mir sind, glaube ich, 2 Mann bekannt. Ich habe gesehen, wie 200 Mann durchgelaufen sind durch eine Auswahl für Trader. Und da ist 0 hängen geblieben. Ja, das heißt also, die Zahl ist sehr, sehr gering, die tatsächlich am Ende überleben wird. Aber was ist der Grund gewesen, wenn Leute weitergekommen sind?
Ja, also zumindest, was sehe ich in meinem Mentoring? Dass Leute weiterkommen und wann weiterkommen, ja. Und ich meine, die kannst du dann, ja, mittlerweile an zwei Händen muss man jetzt benutzen, ja, um da jetzt Leute rauszupicken, die relativ gut sind, sehr gut sind, die Size ständig erhöhen und im Echtgeld sind. Aber es ist nur ein Faktor, ja, eine vernünftige Auswertung zu machen, ja. Das heißt, zu verstehen, was mache ich da? Zu verstehen, wie läuft das? Warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Welche Informationen kann ich aufnehmen? Welche Informationen sehe ich erst im Nachhinein? Ja, ein großer Faktor, ja. Was ich immer wieder höre, pass auf, Sergei, alles in Ordnung, aber ich sehe die Informationen erst im Nachhinein, wenn ich auf den Bildschirm gucke. Wenn der Markt läuft, sehe ich das nicht. Das geht zu schnell. Ja, dann sage ich, dann wechseln wir das Instrument, dann gehst du vom DAX auf den Euro-Stoxx, dann ist es viel langsamer. Ja, das heißt, deine Aufnahmefähigkeit wird ein bisschen besser, ja, weil die Prozesse ein bisschen langsamer laufen. Und wenn du das irgendwann mal in den Griff bekommen hast, dann gehst du zum DAX und siehst die ganzen Sachen genauso. Ja, dann läuft das wie in Zeitlupe ab. Und deswegen sage ich immer, pass auf, alle sind ja von Bildschirm und müssen unbedingt 12 Stunden am Tag handeln, ja, Blödsinn. Ja, das ist total kontraproduktiv, ja. Man redet ja immer von Screen Time, ja. So viel Zeit am PC verbringen wie möglich, ja. Screen Time, Screen Time. Aber dieses Screen Time, wie viel von diesen, sagen wir jetzt, 5 Stunden sitzt man davor, wie viel Zeit davon nutzt man aktiv, produktiv, dass man aus dem Markt Informationen rausnimmt? Ja. Wenig. Warum? Weil man ja ständig in der Hand an der Maus ist und versucht zu handeln. Das heißt, man ist in gewissen Einbahnstraßen gefangen, ja. Das heißt, ihr versucht nach Trades zu suchen und nicht das Ganze zu bewerten, was da gerade läuft. Deswegen sage ich, diejenigen, die im Handel unterwegs sind, am Anfang besonders, ja, und es ernst meinen und es tatsächlich auch machen wollen, ja, wenn ihr von mir aus 3 Stunden am Tag handelt. Ja, also sagen meine Zeit ist ja von 9 bis 12. Ja, das sind 3 Stunden am Tag. Ja, meistens bin ich um spätestens 10:30 Uhr raus. Ja, aber ihr gebt mir immer die Chance, wenn ich sehe 10:30 Uhr und auf einmal passiert was, dann kann ich noch die restlichen 1,5 Stunden nutzen. Aber anyhow, wenn man 3 Stunden Zeit hat, dann sollte man versuchen, davon von mir aus 1 Stunde aktiv zu handeln. Ja, aktiv zu handeln. Und 2 Stunden für seine Entwicklung zu nutzen. Ja, also Entwicklung. Was heißt das? Hier könnt ihr klicken, was ihr wollt. Hier lasst ihr mal die Maus aus der Hand raus und versucht jetzt zu verstehen, was da passiert. Das heißt, lasst die Information auf euch zukommen, ohne den Willen zu haben, zu klicken. Es geht nicht darum, im Demo irgendwelche Gummipunkte zu sammeln. Die interessieren keinen. Aber ihr werdet feststellen, wenn ihr nicht aktiv im Handel seid, also keinen Bedarf habt zu handeln, sondern tatsächlich versucht, den Markt zu beobachten. Auf einmal seht ihr, dass gewisse Absorbierungen stattfinden. Auf einmal seht ihr, wie aggressiv von mir aus die Offer rausgehandelt wird. Auf einmal seht ihr, dass jemand passiv in einer Eisbergorder da drin steckt. Auf einmal sieht man in der Time und Sales, dass da Blöcke abgehandelt werden. Und solche Geschichten. Da sieht man alles am Anfang nicht, wenn man nur aktiv handelt. Weil dann übersieht man. Ihr kennt das selber, man ist da so fokussiert auf diesen einen Tick, wo man da klickt und dann verpasst man die ganze Information. Aber wenn man das hier so ein bisschen aufbaut, dann wird das zu einem Automatismus. Das heißt, der Kopf speichert sich diese Prozesse ab. Und beim nächsten Mal, wenn ihr aktiv im Handel seid, ja, ist nichts anderes als der Markt läuft, 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 läuft. Auf einmal gibt es eine Schnittstelle zu einem Gehirn. Ja, der kramt aus der Schublade die Informationen raus und diese Informationen habt ihr hier erlernt und eigentlich unbewusst, ja, im Unterbewusstsein werdet ihr diese Informationen sehen, verarbeiten können und klicken können. Ja, also versucht so eine aktive Handelsphase zu haben und eine passive, wo ihr Beobachter seid. Einfach sich zu fragen, was machen die da gerade? Ja, versuchen diese Zahlen da zu sehen, versuchen gewisse Muster zu erkennen und und. Ja. Dann wird es besser. Ja, ich rate jedem auch dazu,
Oder ich fordere jeden dazu auf. Ja, das mache ich bei uns auch ständig, aber ihr glaubt nicht, dass jeder das macht. Nehmt bitte euren Handelsbildschirm auf. Das ist im Grunde genommen die schnellste Lernmethode, die ihr hinbekommen könntet, wenn ihr die auch nutzt. Und zwar, ihr braucht da gar nicht 3 Stunden aufnehmen, sondern ihr nehmt die Situation auf, wenn es um eure Setups geht. Ja, das heißt, was weiß ich was, kommt der Markt in Nähe des Levels? Fangt ihr mit der Aufnahme an. Ja, von mir aus kommentiert ihr auch, was ihr seht oder auch nicht. Aber wichtig ist, dass ihr diese Stelle, wo ihr potenziell handeln wollt, aufnehmt. Ja, das heißt, immer wenn der Markt so in diese Bereiche reinkommt, dann die Sequenz von 5 bis 15 Minuten aufzunehmen, die euch später in der Nachbereitung helfen wird. Weil dann könnt ihr zurückgehen, ja, zurückspulen und dann seht ihr, ah, okay, guck mal, der ist ans Level gekommen. Ich habe den Ausbruch gespielt, der Ausbruch ist schief gegangen, ich habe meinen Stop-Loss kassiert. In der Aufnahme konnte man ganz genau sehen, der Markt läuft hoch, ja, absorbiert hier ohne Ende, kommt hier wieder runter, spielt nochmal diese Absorbierung an und dann sieht man in der Time und Sales, was weiß ich was, ein Block von, je nachdem, was für ein Instrument, 800 Kontrakten aggressiv verkauft. Und man sitzt aber immer noch in diesem Long drin. Obwohl alle Zeichen schon für Short stehen. So. Das hat man dann übersehen, weil man aktiv gehandelt hat und gar nicht diese Information so richtig verarbeiten konnte, weil man so von seinem Trade, der muss nach oben laufen, gibt, ja, Hände zusammengefaltet, angefangen zu beten und, wie immer. Ja, aber diese Information, die ist wichtig. Ja, und die müsst ihr im Grunde genommen nach Betrachtung dann sehen. Wie haben die diesen Ausbruch gespielt? Ja, ein Ausbruch ist ja nicht gleich Ausbruch. Ja, das heißt, man muss verstehen, was ein Ausbruch ist, ja, wie das gespielt wird und wie die ganzen Zusammenhänge da sind. Ja, erst dann kann man irgendwann mal sagen, okay, diesen Ausbruch spiele ich, diesen Ausbruch spiele ich nicht, weil es gerade kein Ausbruch ist. Und das hat man im DAX unheimlich oft, ja, wo man wirklich die Spitzen, der Markt läuft long und du kannst die Spitzen verkaufen, ja, weil eben dieser Ausbruch ein Fake ist. Ja, im Zusammenhang natürlich noch mit dem Eurostoxx gesehen. Kann man das unheimlich gut sehen, ja. Eurostoxx handelt ungefähr so, ja, und der DAX handelt dann so, macht dann diesen Ausbruch nach oben, ist schon bereits über seinem Daily High drüber, spiked nochmal nach oben und fällt in sich zusammen. Kann man diesen Spike verkaufen, weil der Eurostoxx nicht nach oben gekommen ist. Ja, solche Zusammenhänge. Genau, wie gesagt, also merkt ihr im Grunde genommen, der einzige Grund ist nicht, weil ihr ein falsches System habt. Der einzige Grund ist nicht, weil ihr falsche Setups habt, weil ihr schlechte Coaches gehabt habt, weil ihr schlechte Mentoren gehabt habt, weil das Leben komplett scheiße ist. Einziger Faktor, warum man nicht nach vorne kommt im Handel, weil die passende Auswertung fehlt. Und zwar eine Auswertung, die seriös gemacht wird, wo man die Zeit reinsteckt, wo man tatsächlich auch die Nacharbeit macht, ja. Wieso, weshalb, warum hat das nicht funktioniert? Ja, wie kann ich besser werden? Und, und. Ja, die meisten machen ja eine Auswertung von wegen, ich bin um 9:22 Uhr, 58 Sekunden und 3 Millisekunden in den Trade reingegangen. Das war ein Long Trade. So, da habe ich minus 10 Punkte gemacht. Und da werden die Sachen ausgewertet, wo man nicht unbedingt versteht, wieso, weshalb, warum. Ja, die Auswertung ist eigentlich was ganz anderes. Ja. Und das ist so im Grunde genommen das Thema, was ich heute anreißen möchte, ja, weil egal, was ihr jetzt gerade im Moment im Handel betreibt und trotzdem nicht weiterkommt, heißt nicht, dass es ein schlechtes System ist, ja. Generell haben die meisten Händler zu viele Sachen, ja, also zu viele Systeme, ja. Also man sollte sich auf, also die besten der besten Händler, die haben meistens immer ein Setup. Ja, warum? Das können sie sich leisten, weil genau mit diesem einen Setup, auch wenn das nur einmal die Woche kommt, wenn es auch nur einmal im Monat kommt, werden die aus diesem Trade in den meisten Fällen Millionen machen. Ja? Ja, also im professionellen Bereich. Deswegen müssen die auch nie den ganzen Tag irgendwas klicken. Ja, das ist so der kleine Unterschied zwischen Retail-Händlern und der professionellen Schiene, wo, sagen wir mal, das, also ich will nicht unterstellen, dass alle Retail-Händler nicht genügend Geld haben, aber dennoch die Differenzen zwischen Retail und professionellem Handel, da sind die Konten ein bisschen anders.
Ja, und das heißt, im Retail-Handel heißt es immer irgendwie so ein bisschen, ich muss am Tag handeln. Ja, ich muss jeden Tag handeln, weil heute mache ich 50, also 50 Euro, morgen mache ich 80 Euro, dann 30 Euro, dann minus 120 Euro. Also bleibt für die Woche nicht viel übrig. Ja. Im professionellen Bereich sieht man das ein bisschen anders. Da möchte man eigentlich Creme de la Creme handeln, also die Setups, die man aus seiner Auswertung am besten kann. Ja, und dann macht man mit so einem Trade, was weiß ich, was 50.000 vielleicht, ja, dann nächste Woche macht man 80.000 daraus. So, das heißt, die Zahlen sind anders. Ja, sogar wenn man 50.000 in einem Trade macht, kann man sagen, ey, Alter, ich lege mich die nächsten 3 Monate an den Strand und trinke Bier, ja, bis ich umkippe, weil die Summe, die reicht. Ja, das kann ich von diesen Ergebnissen nicht behaupten, dass es dann wenigstens für ein Kastenbier reicht. Ne? Deswegen, und hier sind wir dann in diesem Mindset, was nicht unbedingt richtig ist. Wollen wir versuchen, so viel wie möglich zu handeln, ja, oder machen Trades, die nicht unbedingt gut sind, aber man möchte Hauptsache heute vielleicht auf seinen 200 Euro kommen. Ja, aber wenn man dann irgendwann mal, ich sag immer, Jungs, seht das doch so und Mädels natürlich, ja, seht das doch so, ja, wenn ihr jetzt die Zeit aufwendet und eine vernünftige Struktur in den Markt reinbringt, also in euren Handel, ist das ja die Vorbereitung für später. Was heute 10 Euro sind am P&L, ja, die keinen interessiert, kann in den nächsten 5 Jahren 1.000 sein oder vielleicht sogar 10.000 sein. Ja. Deswegen ist das, was heute passiert, die Vorbereitung für die Zukunft. Okay? Deswegen gar nicht mal so, das betrifft meistens so die Euro-Stoxx-Händler, die vom DAX zum Euro-Stoxx kommen und dann sagen, ja, der Markt bewegt sich ja nicht. Ja, der Markt bewegt sich ja nur paar Ticks, ja, von hier bis nach da, hatte sich 15 Ticks bewegt, pro Kontrakt 150 Euro. Das hat 3 Stunden gedauert, ja. Und man ist, was weiß ich, was rausgegangen, weil man Angst hatte mit 7 Ticks, also mit 70 Euro. Sei, das ist ja alles schön und gut, 70 Euro haben oder nicht. Ich handle den Euro-Stoxx auf 5 Ticks TP. Das heißt, pro Kontrakt sind das nur 50 Euro. So, aber könnt ihr euch vorstellen, dass aus den 50 500 werden können? Aus 500 können ganz schnell 5.000 werden und dem Euro-Stoxx ist auch kein Problem daraus, auch 50.000 zu machen. Ja, dann vielleicht nicht alles auf einen Punkt, aber wir können dann zwischen 4 und 7 Ticks und streuen. Ja, dann kriegt man 50 Riesen draus. Und dann sagen alle, ah, okay, cool. Also muss ich jetzt erstmal kurz durchatmen, damit später alles funktioniert. Ja, ich habe da so einen Vorzeigeschüler oder mehrere, aber der eine ist mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben, ja. Also, der schreibt mir immer nur, wenn er seine Kontakte erhöht, ja. Und der hat sich so festgebissen, der hat nur ein Setup durchgehandelt immer. Und das war sein Ziel. Von 50 auf 500 zu kommen, das hat er auch geschafft. Da. Und arbeitet an dem Ziel. Ja, das heißt, im Grunde genommen, läuft das alles in die richtige Richtung. Und das muss man einfach, man muss sich Zeit geben, ja. Gut, genug davon. Ja, deswegen, egal was ihr macht, ja, was ich gerade gesagt habe, jedes Setup hat seine Daseinsberechtigung. Ja, das Einzige ist halt, können wir das handeln oder nicht? Haben wir da genügend das Wichtigste, was an der Börse da ist? Ja, meiner Meinung nach, aus der praktischen Schiene, ist die Konfidenz zu haben. Ja, das heißt, tatsächlich die Konfidenz zu haben, um klicken zu können. Das ist genau dieser eine kleine, ein kleiner Grad zwischen Loser und Gewinner. Der eine klickt das, weil er überzeugt ist, ja, also aus Überzeugung, weil er daran gearbeitet hat. Er weiß ganz genau, dass sein Setup eine gewisse Trefferquote hat und der versteht, was er da handelt. Deswegen klickt er und dem ist eigentlich alles egal. Ja, das heißt, man sitzt da, man hat kein Herzpochen, man wird nicht nervös, ja, weil man hat alles unter Kontrolle. Und der andere, der klickt, weil er ein Level sieht, am besten aus irgendeinem, wie nennt man das, Börsenbriefe, ja, dann hat er aus dem Börsenbrief irgendein Level, klickt das und er wird nervös. Der hat keinen Plan, was er da macht, ja, weil dem fehlt die Überzeugung, ja, also im Grunde genommen die Konfidenz, um diesen Trade vernünftig zu machen. So. Und das ist so das Thema, worüber wir jetzt ein bisschen quatschen können. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, dieses ganze Geklicke, ja, das ist
völlig uninteressant. Ja, wir müssen an anderen Baustellen arbeiten, damit wir irgendwann mal in den Genuss dieses Klicks überhaupt kommen. Ja. Also im Grunde genommen, Trade Review, ja, ich habe da so ein bisschen was zusammengestellt, ja, das ist das Gleiche, was ich auch meinen Mentees zeige immer. Und mag sein, dass es nicht komplett ist, ja, aber das ist für euch so eine kleine Guideline, in welche Richtung sollte es gehen. Ja, in welche Richtung kann es gehen und muss es auch gehen, damit man langfristig, ja, also an der Börse passiert nichts von heute auf morgen, ja, langfristig irgendwann mal in den Genuss kommen, Geld zu verdienen und eigentlich den geilsten Job der Welt zu haben. Ja. Und ich bin vom Background, ich war Pilot, ja, an der Linie. So, das heißt, ich habe den geilsten Job der Welt gehabt. Ja, also im Grunde genommen träumt jeder von irgendwann mal von sowas. Ich habe es gemacht. Ja. Musste aber aufhören und habe den anderen geilsten Job der Welt gefunden. Und wo viele Parallelen noch zum Fliegen da sind, ja. Einfach systematisches Abarbeiten von Sachen und sowas. Und deswegen lohnt sich die Arbeit. Ja. Und vor allen Dingen, wie gesagt, man darf sich auch nicht dafür schämen, wie ich auch viele Leute habe, die sich dafür schämen, dass die am Tag nur 2 Stunden arbeiten und viel mehr Geld verdienen als in ihrem alten Job. Ja. Ihr braucht euch nicht schämen. Ihr habt dafür aber unheimlich viel Zeit investiert. Und das ist eben sagen wir, die Vorzüge, Händler zu sein. Ja. Man kann viel Geld verdienen. Klar kann man auch viel Geld verlieren. Ja, aber wir sollten eigentlich uns auf die positiven Sachen fokussieren, Geld zu verdienen. Die Verluste gehören dazu, aber die Verluste werden sich sowas von in Grenze halten, weil man eben mit einer ganz anderen Einstellung da dran geht. Das heißt, die Confidence ist da, in diesem Trade zu sein. Es gibt Zeichen dafür, warum man in diesem Trade gerade drin sitzt. Ja. Es gibt aber auch Zeichen, wenn der Markt sich ändert, dass man sagt, ich muss aussteigen. Ja, kleines Beispiel von letzter Woche, glaube ich. Was haben wir denn heute? Montag. Dann war es das mit letzter Woche. Ich glaube im Euro-Stocks, ja. Und zwar der Markt kommt von oben nach unten, ja, stabilisiert sich, macht eine Range, fängt, also sagen wir so, macht eine Range, fängt unten unheimlich viel Volumen reinzupumpen. Ja, also richtig viel Volumen reinzupumpen, auch überwiegend positives Volumen, ja. Was dafür eigentlich spricht, dass der Markt nach oben läuft. Denn wir stoßen uns von diesem Volumen immer nach oben ab. Und das heißt, dieser Zweikampf zwischen Käufer und Verkäufer, was hier stattfindet, immer wieder gewinnt der Käufer, weil der Markt von diesem Punkt nach oben wandert. Also sagen wir, da ist die Überhand in der Kaufseite. Was dafür spricht, bleibt in dieser Position sitzen. Ja, also bloß nicht weglaufen. Der Markt sollte sich nach oben lösen. Dann macht er das weiter und irgendwann mal stellt er mit einem Schlag stellt er hier oben eine fette Absorbierung hin. Und das heißt, jetzt stellt sich ein Verkäufer in Passiv und das ist der Zeitpunkt, wo man sagt, wo man nicht blind sein darf und seine Position hängt. Das ist der Zeitpunkt, wo man sagt, oh yeah, das wird gleich nach unten durchknallen. Und das ist der Zeitpunkt, wo man aus seiner Position rausgeht und fertig. Ja, also im Grunde genommen darf man diese Information eben nicht übersehen. Ja, das heißt, wenn der Markt alles macht, wie er machen soll, dürfen wir die Informationen nicht ignorieren, die dann dagegen sprechen und sagen, ja, ich bin ja im Long, da muss jetzt Long gehen. Ja, hoffentlich geht er Long. Ja, ich bete jetzt, ich fange an zu beten, dass er jetzt nach oben läuft. Ja, und ignoriert die Information. Ja, und das ist dieses Handeln, das man tatsächlich wahrnimmt. Ja, ich sehe es, es kommt nicht so wie ich mir das vorgestellt habe, ja, also ich sage dazu Erwartungshaltung. Meine Erwartung ist, dass der Markt dieses Volumen unterstützt, unterstützt, unterstützt. Dagegen darf sich keiner stellen. Also zumindest nicht in großen Positionen. Und sobald diese Erwartung nicht mehr da ist, also zumindest, dass der Trade nicht nach meiner Erwartung läuft, dann ist ja das beste Zeichen, aus der Position rauszugehen. Ich muss nicht warten, bis der mein Stop-Loss reißt. Ja, sondern ich muss aus dem Handel rausgehen. Ja, und das sind solche Sachen. Moment, ich muss mal eben gucken, was da im Chat los ist. Ja, genau. Ja, Checkliste durchgehen. Ja, wie beim Fliegen. Ja, ich habe mir tatsächlich auch Checklisten erstellt im Nachhinein, mit der Zeit.
weil mir aufgefallen ist, durch meine Auswertung, ich mache immer wieder die gleichen Fehler. Wie kann ich diese Fehler verhindern? Ich muss bewusst handeln. Also immer, wenn wir in die Nähe eines Levels gekommen sind, habe ich einfach die Checkliste runtergerattert. Ja, was ich früher auch kannte, ja, was weiß ich was, vor dem Start, vor dem Rollen, nach dem Rollen, beim Rollen, beim Starten, nach dem Starten. Wir waren ja nur Checklisten lesen. Ja, ich war ja in zivilen Luftfahrt. Ja, das machen die Militärs nicht so ganz. Aber im zivilen Leben lassen nur Checklisten, ganz Tag Checklisten. Ja, und das habe ich im Handel genauso übernommen. Ja, und habe sofort gemerkt, ich lese meine Checkliste durch und ich mache diesen Fehler nicht mehr. Also ich versuche bewusst zu handeln. Ja, bis das tatsächlich sich so eingebrannt hat und ich daraus ein Regelwerk gemacht habe. Ja, deswegen. Gut. Also, Sache ist Trade Review. Ja, das ist meiner Meinung nach, also nicht nur meiner Meinung nach, sondern da würden mich andere Kollegen genauso wahrscheinlich unterstützen in der Aussage. Es fällt und steht oder steht und fällt, ja, alles mit einem vernünftigen Trade Review. Ja, das heißt, dort alle Informationen zu sammeln, alles auszuwerten, um nach vorne zu kommen. Ja. Ich habe das so gemacht. Also wir haben ja, sagen wir mal, 1, 2, 3, 4, 5 Trades von mir aus. Bei den meisten findet ein Trade Review statt, der sieht ungefähr so aus. Ja, 1, 2, 3, 4, wird was hingekratzt. Ja. Eigentlich sollte ein Trade Review so aussehen. Ja. Und jetzt fangen wir an, diesen Trade auseinander zu kloppen. Ja, das heißt, aus einem Trade entsteht auf einmal so eine Kette, ja, wo wir alle Sequenzen dann anfangen durchzuarbeiten. Ja, das heißt, ich habe das so eher auch ein bisschen aus der Luftfahrt rausgenommen. Ja, es gibt für alles gewisse Sequenzen. Ja, das heißt, auch beim Flugunfall gibt es bei der, sagen wir mal, bei so einem Unfall aufzuarbeiten, ja, fängt man dann tatsächlich in so Sequenzen zu arbeiten, dass man sagt, was weiß ich was, von hier bis nach hier war alles in Ordnung, ja, dann die nächste Flugsequenz war von mir aus der Start, ja, und so im Grunde genommen teilt man das so ein bisschen auf. Ja, und wie gesagt, das kann im Trading eigentlich auch funktionieren, weil es ist ja nicht nur mit diesem Klick erledigt, der Trade läuft, ist zu und fertig aus. Es muss ja was dazwischen gewesen sein. Ja, eigentlich nicht nur dazwischen, sondern es hat ja auch davor schon angefangen. Ja, ihr kennt das alle. Bevor irgendwas passiert, hat das davor schon eigentlich lang genug, sagen wir, gab es eine gewisse Arbeit. So ist es ja im Handel auch. Die Trader, die handeln ja nicht so, dass die sagen, ey, jetzt long und wir gehen long. Ja, sondern die wollen ja Kontrakte unterbringen. Ja, Kontrakte überbringen, Kontrakte aufbauen, ja, unterbringen, heißt, wir brauchen Zeit. Ja. Das heißt, bevor ein Trade stattfinden kann, gibt es eine gewisse Aufbauphase. Wenn man jetzt die Sachen sieht, wie das aufgebaut wird, dann braucht man eigentlich nur noch darauf warten, dass man einen Trigger bekommt für die Execution. Haben wir executed, müssen wir uns die Frage stellen, ist das alles richtig, was wir da machen? Was ist der Grund dafür, dass wir im Trade drin sind? Was ist eventuell der Grund, dass wir aus dem Trade aussteigen müssen? Wie fühle ich mich gerade dabei? Ja, muss ich die Pampers gerade wechseln? Ja, weil es sich überhaupt nicht gut anfühlt? Ja, oder habe ich alles unter Kontrolle? Ja, und das heißt, voll entspannt, ich freue mich, es läuft alles, ich sehe die Supports im Bit, der Long läuft. Es wird immer wieder aggressiv quasi auf der Bitseite aufgefangen und dann läuft es weiter, ja, aggressiv aus der Offer rausgehandelt. Dann passt das ja alles. Das heißt, diese ganzen Informationen, die finden ja hier statt, die müssen wir auswerten, weil es kann sein, dass irgendwo hier in der Mitte die Sollbruchstelle ist, ja, wo wir immer wieder Mist machen. Dadurch aber, dass wir den Trade nicht so ganz auswerten, sondern nur einfach als Ganzes nehmen und fertig, werden wir nicht verstehen, warum wir unsere Performance nicht steigern können, sondern wir werden da immer genau an dem Punkt scheitern. Ja, egal wie der Punkt aussehen mag. Ja. Deswegen müssen wir das erstmal analysieren,
um zu sehen, das ist dieser Punkt ist, der immer den Fehler verursacht, und diesen Fehler einfach dann geschmeidig langsam aus der Welt zu schaffen, ja, und damit der Trade dann auch weiterlaufen kann. Ja, solche Geschichten. Also im Grunde genommen müssen wir einen Trade, einem Trade viel, viel mehr Aufmerksamkeit widmen. Ja. Gut. Ziel des ganzen Reviews, ja, ist im Grunde genommen nichts anderes als Eliminierung von Fehlerquellen. Ja. Man sagt ja im Grunde genommen immer, man lernt aus Fehlern. Ja. Stimmt schon irgendwie. Aber keiner betont, dass wir viel mehr lernen könnten aus positiven Sachen. Ja. Und das ist im Handel, glaube ich, unheimlich wichtig. Ja. Das heißt, ein Review muss, oder sagen wir, wir können nicht immer sagen, wenn wir gut handeln, dass alles gut ist und wie den Be also PC-Platz verlassen, Arbeitsbereich verlassen, fertig, sondern das ist ja wie so eine Steilvorlage. Ihr habt einen geilen Trade gemacht. Das heißt, es ist ja irgendwas richtig gelaufen. Ob das nur Zufall war oder nicht, es muss irgendwas ja richtig gelaufen sein. Und wenn wir jetzt die Auswertung machen, was ist da richtig gelaufen? Wie können wir das wiederholen? Und an der Börse ist alles reproduzierbar, wiederholbar. Das macht ja eigentlich den Spaß aus, dass wir eigentlich jeden Tag das Gleiche machen, die gleichen Patterns handeln, die gleichen Setups handeln, weil die funktionieren. Ja, bewegt sich ja auch alles, weil wir Menschen sind, auch wenn das nur Maschinen irgendwo im Nachhinein zum Teil übersetzen. Nichtsdestotrotz sind sie von Menschen programmiert. Ja, und deswegen. Und das ist so das Ding. Wir müssen versuchen, nicht nur aus negativen Sachen zu lernen, sondern auch aus positiven, besonders aus positiven. Weil dann muss man das einfach nur noch kopieren und beim nächsten Mal nochmal genauso machen, dann wird man wieder Erfolg haben. Ja? Also, was wir hier mit diesem Review erreichen wollen, ist, dass wir Fehlerquellen identifizieren und eliminieren. Ja? Einfach die Trades aufzuschreiben, ja, wie es da steht, macht uns nicht unbedingt zu besseren Tradern. Ja? Und das wird auch unsere Probleme nicht lösen, auch langfristig nicht lösen. Ja, was nützt mir das, Trades aufzuschreiben, um zu verstehen, dass man 125.000 Long Trades gemacht hat und 85.000 Short Trades gemacht hat? Ja, gut, man wird vielleicht herausfinden, dass man auf der einen Seite besser handelt, auf der anderen schlechter. So, und jetzt kommt noch dazu, keiner macht sich die Gedanken, so waren wir jetzt im Short Trend übergeordnet oder im Long Trend? Mir ist ganz klar, dass wir im Long Trend übergeordnet weniger Shorts handeln, beziehungsweise die Shorts, die wir handeln, werden wahrscheinlich nicht so super aufgehen wie die Longs. Ja, schon haben wir da so eine gewisse Verzerrung, die überhaupt nicht funktioniert. Ja, so eine, hier so eine Milchmädchen-Auswertung, die ist ganz gut für den Anfang. Ja, also man natürlich tracken, P&L, bla bla bla, ja, positive, negative Trades, das müssen wir machen, ne? Dass wir überhaupt im Bilde sind, ja, wir sind ja auch nicht nur Trader, sondern auch Buchhalter. Ja, deswegen müssen wir auch das im Griff bekommen. Und wichtig ist im Grunde genommen seine Setups. Ja, also nur ganz kurz, diejenigen, die ganz frisch sind, ja, die können gerne erstmal viele Setups handeln, ja, von mir aus 10 Stück und alle so aller Milchmädchenrechnung aufschreiben, dass man erstmal aus den 10 von mir aus identifizieren kann, was liegt einem. Ja, jeder Mensch ist irgendwo so programmiert, der zu seine ja, Schokoladenseiten. Ja, ne. Der eine mag Linkskurven, der andere mag Rechtskurven eher mehr. Ja, und so ist es im Handel auch. Ihr werdet relativ zügig feststellen, was weiß ich was, nach 1, 2 Monaten werdet ihr feststellen, dass gewisse Setups funktionieren besser als andere. Ja, also was machen wir dann aus den 10, Bums, auf 5 reduziert, die irgendwie besser funktionieren als die anderen. Ja, weil unsere Aufgabe ist es, nicht alles zu handeln auf der Welt, ja, was da sich bewegt. Unsere Aufgabe ist es, gezielt, qualitativ hochwertig den einen geilen Trade zu schaffen. Ja, also von mir aus dürfen es 2, 3, 4 sein. Ja, aber ihr wollt im Grunde genommen Qualität abliefern. Ja, und Qualität heißt immer weniger ist mehr. Ja. So, genau. Und ihr wollt im Grunde genommen durch so eine Auswertung ja einfach schauen, welche Trades besser aufgehen, welche nicht, welche Setups, um dann euch tatsächlich auf ein paar Setups zu fokussieren. Ja, von mir aus 1, 2, 3 Setups, irgendwie sowas. Und dann reicht das, bis man dann verstehen wird, welches Setup ist so, sagen wir, 5-Sternchen-Plus-Setup. Ja, mit welchem Setup könnt ihr, sagen wir, über einen Tag überleben. Aber wenn so ein 5-Sternchen-Plus-Setup kommt, dann muss die Size erhöht werden, dann muss richtig
Kontrakte reingeknallt werden, damit man auch dann das Bestmögliche daraus bekommt. Ja, genau. So. Genau, also dient im Grunde genommen so eine Trade-Auswertung, dient dazu, über einen längeren Zeitraum die groben Stärken und Schwächen aufzuzeigen, also welche Setups, ja, welche Richtung, welche Tage. Gibt es ja auch Leute, die erzählen, die können Montag verlieren, die immer am Freitag verlieren, die besonders freitags verlieren, die, ja, was völliger Blödsinn ist. Ja, wenn ich mir lang genug einrede, dass ich ein Dummkopf bin, dann werde ich auch irgendwann mal jedem erzählen, dass ich ein Dummkopf bin. Ja, deswegen, also versucht euch von solchen Sachen zu distanzieren. Wenn es statistisch irgendwann mal bewiesen ist für euch, ja, dass ihr am Freitag Geld verliert, muss man erstmal beantworten, warum ist das so? Das heißt, welche Fehler mache ich am Freitag? Oder was für ein Verhalten bringt der Markt auf den Tag, dass ich falsch liege? Das heißt, was verstehe ich in diesem Zusammenhang nicht? Es kann nicht angehen, dass man sich am Freitag kaputt schießt. Ja? Das hat meistens immer was damit zu tun, dass man sich selber so einen Scheiß einredet und dann schießt man das auch kaputt. Ich habe das zum Beispiel gehabt und da bin ich meinem Mentor sehr dankbar. Ein Beispiel für ein Setup, ja, kann ich gleich zeigen, Markus. Ich habe damals EZB-Tage und FED-Tage immer wieder einen aufs Maul bekommen. Warum? Und da habe ich auch meinem Mentor gesagt, ich handle an diesen Tagen nicht mehr. Und da hat er gesagt, nein, du handelst an diesen Tagen. Sag ich, aber ich verliere immer. Er sagte, das ist ein Blödsinn, ja. Zeig mir erstmal auswertungstechnisch, wo der Fehler drin liegt. Warum verlierst du? Und tatsächlich habe ich herausgefunden, dass ich an solchen Tagen einfach bevor diese Nachrichten rauskommen, Stunden davor mich zerschieße, weil ich irgendwie versuche, mir einen Puffer aufzubauen, damit ich zu den Nachrichten dann Geld verdiene. Ja, und ich schaffe das nicht, weil ich das einfach mit Druck mache. Also ohne Sinn und Verstand versuche ich mir irgendwie einen Puffer aufzubauen. Und das funktioniert nicht. So, dann hat er gesagt, siehst du, ist eigentlich dein Kopfproblem. Ja, würdest du auf deine Setups warten? Und das hat er mir auch aufgezeigt, deine Setups sind alle aufgegangen. Und solche Sachen. Das heißt, versucht euch so wenig wie möglich einzureden. Ja, wie manche da so ein Turnaround Tuesday wählen und wie auch immer. Ja, was weiß man schon, Turnaround Tuesday? Wenn der kommt, ist gut. Ja, wenn er nicht kommt, da habe ich keinen Bock, die ganze Zeit Longs zu handeln in einem Shortmarkt, nur weil es ein Turnaround Tuesday ist. Ja. Ihr kennt das bestimmt, ja. Markt muss long gehen, ja, weil alle schreien long, ja, NTV auch. Und der Markt ist aber voll im Short, ja, Intraday. Und man versucht jeden Short in jeden Dip einzukaufen, weil alle sagen, es ist Turnaround Tuesday. Ja, was für ein Bullshit. Na, also handelt das, was ihr seht. Ja, trade what you see. Na, nichts anderes. Na, bestätigt euch der Markt was, handelt ihr. Bestätigt er das nicht, handelt ihr nicht. So. Und dann, wie gesagt, also was ich schon gesagt habe, ist ein stärkeres Setup sichtbar. Und dann wird das an der Zeit, das gründlich mal durchzukauen, alles auszuwerten, um zu verstehen, um die Materie zu verstehen, warum dieses Setup aufgeht. Das ist noch nicht mal das Wesentliche. In der Zeit, wo man sich damit beschäftigt, wird man die Confidence aufgebaut. Ja, also die eigene Confidence wird aufgebaut. Das heißt, ihr werdet viel souveräner diesen Trade umsetzen. Ihr werdet nicht mehr Angst haben. Ihr werdet nicht mehr, nur weil er 2 Ticks im Minus ist, anfangen zu bangen. Ja, sondern ihr habt es durchgearbeitet, ihr habt es 100 Mal gesehen. Ja, das funktioniert. Und so kriegt man Vertrauen da rein. Ja, und schon fängt man da unheimlich stabil zu arbeiten. Ja. Genau, sowas kann aussehen wie folgt. Ja. Also erste Frage ist natürlich, die man sich beantworten muss. Habe ich nach meinem Handelsplan gehandelt? Ja. Ich meine, Handelsplan ist jetzt nicht 125 Seiten zusammenschreiben. Ja. Ihr müsst ja das im Kopf haben. Mein Handelsplan besteht aus 4 Zeilen, ja, glaube maximal 20 Wörtern da drin. So. Es muss ja immer präsent sein. Ja, es kann ja nicht angehen, dass ihr einen Handelsplan dann erstmal so ein Buch aufmacht und dann lest, okay, wenn A eintritt, dann kommt B und wenn aber dann und dann ist der Trade weg. Ja, macht das so einfach wie möglich. An der Börse ist alles einfach, sehr einfach. Ja, die professionellen Händler, die halten
von diesen ganzen neumodernen, sophisticated Sachen, ja, die halten davon gar nichts, ja, sondern die handeln alle ganz normal ihre High-Low-Connections, die handeln ihre Support-Resistance-Zone, die handeln ihren Fibonacci, die handeln ihren MACD, die handeln ihre Stochastik, Bollinger-Bänder und so ein ganzen Mist, ja. Das heißt, auch Indikatoren kommen davor. Ja, deswegen, also macht euch da nicht zu viel Mühe, da irgendwas super Schlaues auszudenken, weil ihr werdet hier nicht für schlau bezahlt, sondern ihr werdet bezahlt, weil ihr an etwas glaubt, was immer wiederkehrend ist. Und das ist eben ein Muster. Ja, ein Muster, Volumencluster, whatever. Ja, muss immer wiederkehrend sein. Also, im Grunde genommen, wenn ich nach meinem Plan gehandelt habe, dann ist das super. Also müsst ihr im Grunde genommen dann hingehen und euren Trade so ein bisschen auseinanderpflücken. Ja, was war die Grundidee gewesen von diesem Trade? Ja, das ist so eher von der Analyse bei euch. Ja, das heißt im Grunde genommen, ich mache das ja immer so. Wo sind wir? Nee, das ist mir zu tief ein bisschen. Warte mal. Ja, wie funktioniert denn das denn hier? Ich mache das ja immer so. Ich habe ja so ein 4, 4, ja, Punkte, sorry, wird spät, ja. Ihr merkt das schon. Ich bin früh aufstehen. Wir haben so ein, oder ich habe für mich so ein Vier-Punkte-System entwickelt, was für mich ganz gut funktioniert. Ja, das ist an der ersten Stelle ist die Analyse, ja, das heißt Vorbereitung eurer Levels. Ja, an der zweiten Stelle sind das die Setups. An der dritten Stelle sind das die Trigger. Und an der vierten Stelle ist das Exit. Ja, das heißt, die drei beschäftigen sich mit dem Entry, so, und der, wie es eben heißt, mit dem Exit. Gell? So. Wenn das hier gut steht, heißt immer noch nicht, dass ihr erfolgreich seid. Ihr könnt hier unheimlich gut einsteigen und schlecht aussteigen und ihr werdet immer Verlierer bleiben. Ja? Ja, einer ist mir im Gedächtnis geblieben. Ständig im Bund 40 bis 60 Ticks on-site. Das ist unheimlich viel. Ja, das ist richtig viel. Schließt aber die Trades alle negativ. Das heißt, hier passt alles. Auch hier passt gar nichts. Ja, deswegen. Und obwohl der super erfolgreich war, ja, macht er immer wieder Minus. Ja, und das kann nicht angehen. Also, und dafür muss man eben die Auswertung machen, um zu verstehen, was wir machen. Ja. Genau, also das heißt im Grunde genommen, die Grundidee dieses Trades. Ja, die Grundidee ist, wir sind übers Daily High rausgelaufen, ja, wo eigentlich Verkäufer reinkommen mussten. Der Markt hat alles aufgekauft. Das heißt, die Idee ist einfach, über dem Daily High Long zu gehen, weil die sagen wir, Hauptakteure eben long fokussiert sind, ja, weil wir den ersten Short Level rausgenommen haben, also muss da Stärke drin sein und versuche erstmal die Long-Seite zu erwischen, ja, solche Sachen. Wurde dieser Trade von Marktteilnehmern vorbereitet? Ja, das heißt, konnte man schon vorher 15 Minuten, halbe Stunde vorher sehen, dass jemand an einer Sache arbeitet, um diesen Ausbruch von mir aus zu verursachen, wurden da Kontrakte aufgebaut, ja, solche Geschichten oder wurde ein Rehearsal vorbereitet, ja, sowas. Das heißt, hier kann man, indem man sich damit beschäftigt, was haben die davor gemacht, wird man gewisse Cluster entdecken, ja, wird man gewisse Informationen aufsaugen. Ah, pass auf, wenn die das und das so machen, ja, dann spricht das für meinen Trade. Ja, das heißt, diese Informationen nehmt ihr auf und versucht zu verarbeiten, um eure Execution zu bekommen. Ja, also was, ja, wie zum Beispiel, was weiß ich was, vor dem Ausbruch absorbiert der Markt relativ stark und darüber kommen aktive Käufer rein. Ja, was bedeutet das? Nichts anderes als der Markt läuft runter, jemand stellt sich hier passiv in die Kaufseite, also in die Bid-Seite oder auf Deutsch Geldseite. Ja, die Shorts versuchen reinzuhandeln. Ja, und der Long sitzt hier und schiebt immer wieder Kontrakte auf den Preis nach. Ja, was passiert? Es wird absorbiert. Und dann kann man ganz oft sehen, dass diese Shorts, die handeln, sagen wir, im Eurostoxx 200 Kontrakte, ja, in die Bid rein, kommen nicht weiter. 200 Kontrakte in die Bid rein, geht nicht weiter. Immer wenn es dick hoch geht, dann wird so 2 gehandelt, 20 gehandelt. Und dann sieht man so diesen Switch, dass nur noch nach unten 20 rausgehen, nach oben aber 300 reingehen. Das heißt, in die Offer wird 300 reingeknallt. Oh, genau das wollen wir sehen. Genau das ist das, was die vorbereitet haben für den Long. Das heißt, die haben einfach dieses nach unten gehandelt, 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 gemerkt, oh fuck, es geht nicht weiter.
Und wir müssen jetzt aus dieser Position rausgehen oder vielleicht sogar die Position drehen. Ja. Und schon schiebt der Markt nach oben. Was war der Trade für, was war der Auslöser für diesen Trade? Ja, der sogenannte Trigger, der im Plan, wie ich gerade auch geschrieben habe, auf der dritten Stelle steht. Ja, es kann nicht angehen, dass wir Trades exekuten, nur weil die Kerze angezogen ist und grün geworden ist. Ja, das geht nicht. Ja, ich muss sehen oder sagen wir ein wiederkehrendes Muster finden, wo ich sage, jedes Mal, wenn das eintrifft, klicke ich. Ja, der eine sagt 5 Minuten Close darüber, für den anderen ist das Anziehen von Delta, für den anderen ist das im Dom lesen, dass die tatsächlich dann, wie ich gerade beschrieben habe, zum Beispiel Unterseite stark, stark, stark abnimmt und dann stark in die Oberseite reinhandeln. Ja, dass da so gewisse Trigger entstehen. Ja, also das heißt im Grunde genommen einfach der Grund dafür, dass man klickt. Ja, ich muss später sagen, pass auf, festhalten und sagen, ich habe geklickt, weil ja, ich das und das gesehen habe. Ja, und daraus entstehen Trigger. Zum Beispiel. Von meinen Teilnehmern. Der ein oder andere bemüht sich, sich irgendwas auszuarbeiten. Ein Trigger kann sein, Nase, sowas. Ja, der Markt spiket rein, das geht schnell innerhalb von Sekunde, spiket rein, absorbiert die Unterseite oder stellt wenig Volumen hin, Preis darauf, Riesenvolumen abgehandelt und schiebt sofort nach oben ab. Ja, das heißt also, da wird irgendeiner gesqueezed im kleinen Timeframe. Das ist ein Long-Zeichen. Wenn man sowas sieht, sofort rein. Das ist der Trigger, um zu klicken, ohne zu überlegen. Je länger ich überlege, desto größer der Stop. Wenn ich schaffe, hier zu klicken oder hier zu klicken, das ist mein Stop. Fertig. Ja, das ist der Trigger dafür. Oder zum Beispiel im Ausbruch nach oben, ja, abfallendes Volumen. Ja, richtig abfallendes Volumen. Hat nichts mit einem Ausbruch zu tun. Hat nichts mit einer Continuation zu tun. Ja, anderes Beispiel ist eher sein Bomber. Ja. Schnelles Prozedere. Ja. Kein Volumen abgehandelt. Hier negatives Volumen abgehandelt. Und hier sofort Käufer gefunden. Ja, das heißt, im Grunde genommen, Markt fällt, 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 wird schlagartig absorbiert und tickt darüber, kommt sofort ein Käufer rein, ganz aggressiv. Ja, und der hat das als Bomber benannt, weil es ein relativ zügiges Prozedere ist. Wenn man sowas sieht, bumm, rein, ohne zu überlegen. Ja, also im Grunde genommen, ein Trigger definiert nur diesen, warum klicke ich jetzt? Ja, das hat nichts damit zu tun, lange Geschichten sich zu erzählen, sondern ein Trigger. Was muss passieren, damit ich so reagiere? Ja, es gibt ja Trigger, verschiedene Trigger im Leben, ja, wo Menschen auf gewisse Sachen reagieren. Und so ist das genau im Handel. Ja? Was hat er noch hier? Keine Ahnung. Also, ja, wer im Breakout entsteht, ja, das heißt im Grunde genommen, solche Geschichten, ja, überm Level wird Volumen kumuliert, ja, das heißt, Volumen ist sehr, sehr wichtig und interessant. Ja, nichtsdestotrotz, Volumen sollte immer mit technischer Analyse in Verbindung gebracht werden. Zwei unschlagbare Werkzeuge. Wenn wir die verbinden, ist das noch besser. Ja, solche Geschichten. Ja. Volumen wird darüber, oberhalb der Zone Volumenberg wird gemacht. Das heißt, die Händler haben Interesse, diese Preise zu halten. Die kämpfen miteinander. Wir sind oberhalb von mir aus des Daily heißt. Das heißt, die Long-Seite spielt hier eine wesentliche große Rolle. Also müssen wir hier Long uns positionieren. Ja. Damit von mir aus mit der Absorbierung hier zusammen, ja, also sowas im Grunde genommen sind interessante Sachen, ja. Um das kurz zu machen, ja. Genau. Und bezüglich, also Trigger und Setup, ja, wer war das gerade? Michael oder Markus, ja. Ich weiß gar nicht, wo man hier diese Fragen noch hier, ne? Kriegt man das denn hier raus? Auf jeden Fall hat ja gerade ein Teilnehmer gefragt, mit dem Setup, was ein Setup gewesen wäre, ja, oder wie sowas aussieht. Gut, bei mir sind die Setups so, ja. Ich arbeite ja mit den Daily Levels, ja. Das heißt, zum Beispiel hier, ja, ein Setup ist Breakout. Das andere Setup ist ein Reversal, ja. Das heißt, Reversal im Begriff mit einem False Break. Ja, ist im Grunde genommen das eine, entweder gibt es einen False Break oder der Markt dreht am Level oder der Markt dreht unterm Level als Reversal ab. Das heißt, hier muss ich identifizieren, was von diesen drei Sachen kommt.
Das andere ist ein Setback, ja. Das, was er hier gespielt hat, an ein Formationshoch angelaufen. Hier sollten eigentlich die Shorts reinkommen, weil die ja auch reinkommen sind. Hier sollten die Shorts verteidigen. Die Shorts haben aber nicht verteidigen können. Der Long hat sie durchgesetzt. Long hat bis zum Schluss hier durchgehalten. Das heißt, die waren bis zum Schluss committed, die Long-Seite zu halten. Dadurch, dass hier ein Ungleichgewicht zwischen Long und Short gegeben hat, müssen ja die Longs hier verteidigen. Das war die letzte Position. Wir laufen hier hin, der Long verteidigt. Also habe ich hier so ein Setup, was Setback heißt. Da habe ich ein Setup, was False Break heißt. Ja. Gibt es hier False Break? Ja. Hier. Das heißt, der Markt hat eigentlich einen Ausbruch gespielt, konnte es nicht bis zum Schluss halten. Ja, die Shorts haben sich durchgesetzt. Durchgesetzt. Das heißt, dieser Ausbruch ist hier gegangen, also ein False Break. Das heißt, diese Situation müsste von der Short-Seite verteidigt werden. Ja, was die auch da machen. Das wäre ein False Break gewesen, genauso wie hier ein Setback wieder. Ja. Ist aber jetzt, sagen wir, nicht so leicht. Hier sieht es mit dem Setback super leicht heute aus. Ja, ist einer der schwierigsten Setups für meinen Handel. Und auf der Unterseite gibt es genauso ein Breakout oder eben ein Reversal. Ja, das sind die Setups. Einfach definieren, an welchen Stellen, was ich handeln möchte. Und das Schöne ist, man kann das schon morgens früh definieren, wenn man das vorbereitet hat, kann man schon mal durchgehen und sagen, pass auf, wenn wir hier oben sind, dann erwarte ich einen Ausbruch. Und dann geht sie weiter und sagt, okay, ich erwarte dort einen Ausbruch und zu diesem Ausbruch kenne ich die und die Trigger. So und so sollten die aussehen. Vorteil davon, ihr holt die Informationen sofort an euch ran. Das heißt, wenn sowas eintritt, habt ihr diesen, wie die Trigger auszusehen haben, habt ihr immer noch im Gedächtnis ganz frisch. Ja. Und dann braucht ihr nicht lange überlegen, sondern die Schublade wird sofort im Kopf gefunden. Klack, kommt ein Ausbruch, kommt euer Trigger, wird geklickt. Ja. So. Wie viele Tage gehst du für die? Ich gehe so, wie es hier im Chart ist. Ja. Also mich interessiert nicht, was hier unten ist. Ja. Mich interessiert im Grunde genommen, ich sage immer, ich bewerte den Markt zu gestern. Ja, das heißt, die wesentliche Kerze ist gestern. Und danach, im Grunde genommen, gehe ich zu vorgestern, gucke mal, was hier war. Ja, und wenn dann sich sowas eben anbietet, dann eben die vorgestrige Kerze, war ein Formationshoch gewesen. Aber mich interessiert im Grunde genommen nur die nächste mögliche Handelssituation. Ja, das heißt, wenn wir hier oben sind, beschäftige ich mich weniger mit der Situation. Ja, wenn wir hier oben sind, dann beschäftige ich mich eben mit der nächsten Handelssituation, weil die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Trade zustande kommt, ist größer, als dass er hier erstmal kommt. Ja, somit, das war's. Und wenn ich irgendwas durchgeklickt habe, was aufgegangen ist, dann ist sowieso die Sinnflut. Und fertig aus. Also im Grunde genommen, ich gehe jetzt nicht hier hin und mache den Chart so und wie auch immer. Ja. Klar, muss man das ab und zu machen, um zu sagen, ey, guck mal, wie die Range im DAX hier war. Ja, seit April Range, Unterseite getestet, krass, Reversal, haben die Oberseite rausgenommen. Gut, aber was nützt mir das als Information, als kurzfristiger Händler? Relativ wenig. Ja, deswegen, was für mich sehr, sehr interessant ist zu sehen, wo ist meine nächste Handelsmöglichkeit? Ja, nicht, wo die Handelsmöglichkeit irgendwann mal sein wird, sondern die nächste. Und um die nächste muss ich mich kümmern, ja. So, weiter geht's, ja, also im Grunde genommen der Trigger, ja, wie gerade gesagt, dann wie lief der Trade, ja, das heißt, ihr kennt das alle, ihr seid in diesem Trade drin und 10 Minuten, 15 Minuten, es passiert nichts, man kriegt Angst, gell, ja, und dann steigt man aus und dann läuft er an, ja, was habe ich falsch gemacht? Oh, ich habe die Information übersehen. Unten wurde ein Eisberg abgearbeitet. Ja. Oder was weiß ich was, es war eine Finalorder. Ja. Ich gucke mal auf die Uhrzeit. Ich hoffe, dass es für euch okay ist, dass wir noch ein bisschen was machen. Ja, wir sind auch gleich fertig. Kommt alle zum Abendessen rechtzeitig nach Hause. Aber ich zeige euch mal im DAX zum Beispiel. Letzte Woche hatten wir ja doch interessante Situationen, glaube ich, irgendwo gesehen zu haben. Ja. Zumindest von der finalen Seite hatten wir da doch interessante Sachen gehabt. Ja, das war auch nicht schlecht, aber meine hier zum Beispiel. Ja, zum Beispiel sowas hier, ja.
Also, wir hatten noch einen besonderen Tag hier mit der finalen Order gehabt. Also diese Muster hier zum Beispiel, also so ein Muster, ja, das habe ich, glaube ich, in den letzten 2 Wochen gefühlt 25 Mal gesehen, ja. Also kommen sehr häufig. Ja. Also hier zum Beispiel sowas, ja. Hier hatten wir so eine kleine Order, die im Markt abgearbeitet wurde, ja. Das heißt im Grunde genommen zu verstehen, Volumen und zu verstehen, wie der Markt anzieht. Und dann hängt ihr zum Beispiel, ihr geht in diese Position hier rein, ja. Ihr geht hier in die Position rein und hängt hier in der Position lange drin und geht hier wieder raus. Und der Markt zieht an, ja. Das heißt zu verstehen, was läuft hier richtig, ja. Und das ist, warum bleibe ich in diesem Trade drin, ja. Was läuft hier? Ja, zu verstehen, dass man hier nicht rausgehen darf. Dass man den Markt kennt, wie die Marktakteure reagieren und arbeiten. Ja, wenn es eine Order ist, dann wird immer wieder gemischt ein bisschen gewartet, ja. Dann wird die Seite meistens unten nochmal angefixt. So heißt das, auf der Unterseite mal eben kurz durchstechen, das sogenannte Anfixen. Und von da aus muss sofort der große Marktteilnehmer reagieren und den Markt aufkaufen. Ja, das ist so im Grunde die Kontrollseite von den Kurzfristhändlern, um zu gucken, ob der große Marktteilnehmer noch da ist oder ob man sich jetzt noch positionieren soll oder nicht. Ja, und das sind so Sachen, die eigentlich einem genau nicht das Aussteigen signalisieren sollten, sondern drin bleiben, Position ausbauen, ja, solche Geschichten. Und das muss man natürlich auch für sich nacharbeiten, ja, nacharbeiten, um zu verstehen, was da passiert. Ja, und das kann man nur im Grunde genommen, wenn man sich tatsächlich auch die richtigen Fragen dann stellt, ja. Oder was ist der Grund, um in diesem Trade drin zu bleiben? Ja, was war der Grund, dass ich in diesem Trade von mir aus, der gelaufen ist, halbe Stunde drin geblieben bin? Ja, du, ich habe gesehen, dass jeder Rücksetzer, wenn der gekommen ist, wurde durch großes Volumen sofort unterbrochen, aufgekauft, ja, oder im Rücksetzer haben die Volumenspitzen gehalten. Ja, also quasi ein Volumenprofil. Und wir haben jedes Mal, wenn wir eine Volumenspitze berührt haben, kam sofort der Käufer. Ja, das heißt, im Grunde genommen war das für mich das Zeichen dafür, dass ich in den Trade bleibe, weil ich sehe, dass der Stärke drin ist. So, das ist die Aussage. Ja, und wenn ich mir das oft genug ansehe und wiederhole, dann werde ich beim nächsten Mal ganz entspannt sitzen. Ja, ich sehe, der Markt kommt in die Korrektur, bis wo da verlaufen. Von mir aus erste Volumenspitze. So cool, alles in Ordnung, es läuft alles nach Plan. Ihr braucht keine Angst haben. Ja, dann geht dann die Volumenspitze, reagiert, zack, läuft wieder auf der Long-Seite. Alles gut, ja. Also ihr wollt eigentlich durch diese Fragen eure Konfidenz stärken, ja. Grund für den Ausstieg, ja. Trendbruch vor Erreichen des Ziels. Warum bin ich aus dem Trade ausgestiegen? Scheiße, ich habe Angst bekommen. Gut, okay. Eine Nachricht kam raus, die war negativ, bin ich ausgestiegen. Ja, verstehen, warum steigt man aus den Trades aus? Meistens steigt man aus den Trades raus, weil man eher mental ein Problem hat. Ja? Und nicht wirklich, sagen wir, die Ziele abarbeitet. Ja? Also muss man daran ebenfalls arbeiten, weil es kann ja sein, dass in eurem Trade alles richtig läuft. Wirklich, diese Einstiege sind perfekt. Und ihr kommt mit der Performance nicht weiter. Ja. Ihr könntet jeden Monat 30.000 verdienen, verdient aber jeden Monat 3.000. Und genau das hängt nur an dem richtigen Ausstieg für euch, weil ihr irgendwie eine psychische Blockade habt, weil ihr auf keine Ahnung was reagiert, weil ihr euch ständig verklickt, ja, was auch gibt. Also ist hier genau hier der Wurm drin. Wenn ihr das hier beseitigt und euch damit auseinandersetzt, dann verdient ihr unheimlich viel Geld. Also ihr merkt, diese ganzen Sequenzen in einem Trade, irgendwo dort könnte eine Stolperfalle liegen, die euch noch nie bewusst ist, ja. Wie habe ich mich in diesem Trade gefühlt? Ja, Gefühle sind unheimlich wichtig. Ja, ich habe, was weiß ich, was, das Gefühl gehabt, alles unter Kontrolle zu haben, weil ich habe dieses Zusammenspiel von Käufer, Verkäufer die ganze Zeit verfolgt. Ja, es war immer auf meiner Seite, ich habe mich stark gefühlt, alles gut. Ja, oder war eben nicht der Fall. Ich bin eingestiegen, der Markt ist sofort ins Minus gelaufen und wer nicht sofort aufsteigt, der kriegt ein mentales Problem. Ja, ihr kennt das alle. Also, man steigt hier ein. So, und gerade wo man geklickt hat, macht der Markt so. Wer jetzt hier nicht ausdrückt, das ist dann im Grunde genommen Stop-Loss ist vorprogrammiert. Und wer kein Stop-Loss hat, beziehungsweise immer wieder verschiebt, der ist tot.
Ja, das heißt, an solchen Sachen arbeiten. Ja, aber ich kenne ganz viele, die, sobald es an solchen Situationen kommt, geklickt und sofort ins Minus, die akzeptieren dieses Stop-Loss, was hier steht. Wofür? Es ist doch klar, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Läuft nicht nach Plan. Ja, wenn es nicht nach Plan läuft, dann breche ich doch immer was ab. Ja, wenn mal ein Fließband steht und irgendeiner, keine Ahnung was, läuft nicht nach Plan, ja, die Pakete fliegen durch die ganze Halle, dann drücke ich auf Notausknopf. So, und so ist das doch hier auch. Ja, wenn es nicht nach Plan läuft, dann reagiert doch, dafür habt ihr die Hände, um auszumachen. Ja, ein kleines Beispiel aus dem professionellen Handel. Wenn ihr in den professionellen Handel reinkommt, habt ihr keinen Stop-Loss. Ich empfehle hier kein Stop-Loss zu benutzen. Ihr seid im Demokonto. Ja, und wollt eure Skills trainieren. So, und die Jungs, die in den professionellen Handel reinkommen, sind auch erstmal im Demokonto. So, da gibt es keinen Stop-Loss. Der Stop-Loss ist euer Finger. Das heißt, man hält so lange an einem Trade, ja, auch sogar wenn er ins Minus läuft, hält man an einem Trade nur so lange, oder das muss man sich eben, ist ein Skill, muss man sich antrainieren, man hält nur so lange, wie eure Erwartungshaltung an diesen Trade noch passend ist. Wenn ich merke, ich bin hier eingestiegen, der Trade läuft nach unten, aber ich merke, dass hier unheimlich starker Käufer immer wieder reinkommt, dann bleibe ich in diesem Trade, ja. Oder wenn ich merke, ich bin eingestiegen und jetzt auf einmal kommt die Verkaufsseite, wie auch immer. Ja, ich muss Eigeninitiative zeigen, um auszusteigen. Ein Stop-Loss ist nur dafür da, falls Stromausfall da ist, Herzinfarkt, ihr fallt vom Stuhl. Ja, wenn ihr vom Stuhl fallt, wollt ihr ja nicht, dass eure Frau oder euer Mann die ganze Kohle an der Börse lässt, weil kein, was weiß ich was, ja, kein Stop-Loss da hat oder so. Ja. Also müsst ihr im Grunde genommen einen Notfallstopp einfach haben. Aber das, was hier bis zum Notfallstopp passiert, ist eure Entscheidung, um aus dem Trade auszusteigen. Lieber kassiere ich ein kleines Minus, statt, was meistens dann draus wird, ein großes Minus, gell? Aus kleinem Minus komme ich raus, aus dem großen komme ich nicht raus. Ja? Das Problem mit dem Stop-Loss psychologisch gesehen, ja, was ich mal so schade finde, wenn man diese Skills nicht trainiert, das heißt vorzeitig das Handtuch zu werfen, ist das Problem einfach, dass man, kennt ihr alle, ja, ihr habt 10 Punkte Stop-Loss von mir aus, der Markt pendelt rum, bumm, ist bei 7 Ticks im Minus. Ja, was sagt ihr dazu? Friss oder stirb? Jeder. Keiner steigt aus. Jeder sagt, entweder stoppst du mich oder du wirst wieder gesund. Was macht der Markt? Ja, da holt sie die 3 Punkte. Jetzt, wenn wir die 3 Punkte aufrechnen, ja, ihr macht das hunderte Male im Jahr wahrscheinlich. Ja, jetzt rechnen wir einfach 3 mal 100. Das sind 300. Ja, 300 mal 25 Euro im DAX. Da hat man schon Urlaub drin. Was auch immer drin. Ja, das ist verlorenes Geld, was ihr einfach durch ein falsches Ego dem Markt überlasst. Was heißt der Markt? Einem anderen überlasst. Deswegen hier an sich arbeiten. Der Trade wird geschlossen, sobald die Erwartungshaltung nicht mehr passt. Ja, aber das ist natürlich auch nicht von heute auf morgen, ist ein Trainingssache. Ja. Genau. Und Fazit des Tages, ja, auch zusammenschreiben. Ja, was war heute besonders gut? Ja, worauf könnt ihr stolz sein? Ein positives Feedback ist im Trading ein geiler Kick. Was Positives mit etwas Positivem zu verbinden. Das ist richtig. Das ist gut. Ja, auch Trades positiv zu verwalten ist gut. Ja, deswegen sage ich, wer am Anfang in den Handel reinkommt, hört auf, exorbitante Ziele zu haben. Blödsinn. Wofür? Ja, sondern handelt erstmal mit festen TPs. Einstieg, fester TP, der meistens zu 90, 95% geholt wird. Ja, kleine Ziele wählen. Kleine Ziele von mir aus, was weiß ich was, im DAX 7 Ticks plus. So. Da kommt aber regelmäßig. Ja? Und was sieht man daraus? Plus 7 hier, plus 7 da. Es ist positives Feedback. Man muss sich nicht ärgern, sondern man freut sich. Auch wenn die Bewegung später weiterläuft. Aber das ist ja nicht euer Business, ist nicht eure Aufgabe. Eure Aufgabe wird von dem Chef festgelegt, ihr wollt 7 Punkte sammeln. Ja? Na, ihr wollt keine 100 sammeln. Wenn ihr 100 sammelt, kriegt ihr noch einen Deckel. Fertig. Ja, eure Aufgabe ist 7 zu sammeln. Das heißt, ihr wollt hier ein positives Feedback für euren Kopf bekommen. Ja, positives Feedback im Handel ist wichtig, um schnellstmöglichst vorwärts zu kommen. Was war nicht so gut heute? Also, ne, die Fragen beantworten. Was habe ich aus dem heutigen Handel gelernt?
was kann ich morgen besser machen, ja, was weiß ich was, man macht immer wieder einen Fehler, also merkt man das. Wie viele Handelschancen habe ich nach Plan gehandelt? Ja, wenn ihr zum Beispiel nach eurem Plan, wie ihr erstellt habt, 10 Chancen gehabt habt, aber 2 davon genutzt habt, muss man sich hinkommen erklären können, warum habe ich das so gemacht? Ja, will ich kein Geld mehr abgeben, wie auch immer. Ja, warum handle ich nicht alle Handelschancen? Ja, und im Grunde genommen, das ist die Sache der Auswertung, ja. Und der Fokus sollte tatsächlich nicht auf der PNL liegen. Ja, also diese PNL, immer Geld verlieren, Geld gewinnen, das ist eigentlich scheißegal. Ja, was wichtig ist, ist einen richtigen Prozess zu haben. Ja, wenn ihr einen Prozess, aus dem Handel einen Prozess macht, dann kann man auch an dem Prozess immer arbeiten. Man kann einen Prozess immer was regulieren, was einstellen, was einen Prozess beschleunigt oder besser macht, ja, dass man da wirklich noch profitabler wird. Er soll ein Prozess werden. Ich bereite meinen Trade vor, ich execute, exit. Das ist ein ganzer Prozess, ja, mit Management. Das ist ein ganzer Prozess. Fertig aus. Eure Aufgabe ist erledigt. Ja, Fließbandarbeiter. Und das macht man dann so eine Auswertung auf Tagesbasis. Und jetzt merkt ihr, warum man nicht am Tag 30 Trades auswerten kann, ja. Da gehört schon ein bisschen Aufgabe dazu, um sowas alles zusammenzuschreiben. Also bleibt man bei seinen 3-5 irgendwo. Auswertung sollte für einen Tag erstellt werden. Das wird für jeden Tag erstellt, lest ihr am Wochenende durch, macht am Wochenende ein Summary, ja, eine Zusammenfassung aus der Woche. Und daraus entsteht so ein Wochentagebuch von mir aus. Und das Ganze fasst ihr dann die 4 Wochen zusammen zu einem Monats. Monatszusammenfassung. Ja, hat die Eigenschaft im Grunde genommen, dass ihr tatsächlich dann rauskristallisiert, was ist gut, was ist schlecht und über die Monate wirklich ganz genau auf den Punkt sehen werdet, was ist eure Stärke, was ist eure Schwäche. Ja, und das Ganze ist im Grunde genommen, dadurch bekommen wir ein positives oder negatives Feedback, also eine Feedback-Schleife aus diesen ganzen Auswertungen. Und diese gesamte Auswertung, die wir jetzt durchgesprochen haben, ja, wo man sagt, oh wow, dient eigentlich zu nichts anderem, als dem Kopf regelmäßig Reize zu geben, ja, einfach Reize zu geben. Und der Kopf sortiert dann von alleine im Unterbewusstsein sortierte aus, was ist negativ, was ist positiv. Und wenn ihr es lang genug gemacht habt, dann werdet ihr im Handel ein gewisses Bauchgefühl haben, ja. Viele Trader auch sagen, ich handle aus dem Bauch. Ja, professionelle Trader auch. Ja, der Bauch, der sagt uns alles. Aber wie entsteht sowas? Das sind alles Prozesse, die wir 1000-mal durchgearbeitet haben und die sind im Unterbewusstsein gespeichert. Das heißt, wenn es jetzt zu einer Handelsentscheidung kommt, wisst ihr, wie ihr reagieren müsst, weil die Information ist im Kopf abgespeichert. Ihr könnt die vielleicht nicht hochholen, ja, also bewusst hochholen, aber im Unterbewusstsein ist sie drin. Und ihr werdet nach diesem Unterbewusstsein genauso reagieren. Ja, kleines Beispiel mit dem Rennfahrer, mache ich immer wieder, fährt immer wieder eine Schleife, ja, also ein professioneller Rennfahrer, und der ist immer eine Kurve gefahren mit einer entsprechenden Geschwindigkeit und hat nie abgebremst. An einem gewissen Tag hat er vor der Kurve abgebremst. Und was er nicht sehen konnte, ist, dass nach der Kurve ein Unfall stattfand. Und wenn er da mit seiner Geschwindigkeit durchgefahren wäre, wäre er wahrscheinlich tot. Aber der hat vor der Kurve abgebremst. Die konnten sich lange nicht erklären, was das war. Alle haben gesagt, der hat ein, wie sagt man das, Wahrnehmung oder dieses Hexenzeugs, daher fällt mir das Wort gerade nicht ein, dass er das gespürt hat. Ja. Letztendlich sind sie doch darauf gekommen. Und zwar das Publikum, was sitzt auf der Tribüne an dieser Kurve. Normalerweise, wenn er angefahren kommt, sind die am Jubeln. Dieses Mal waren die nicht am Jubeln, sondern die haben andere Gestiken gemacht. Und das hat er im Unterbewusstsein so wahrgenommen, es passt nicht zu dem, wie ich das kenne, und hat einfach gebremst. So, was er sich nicht erklären konnte, warum der gebremst hat. Und das hat sein Leben gerettet und so ist es im Handel auch. So, das eben durch, gell? Ja, so übersinnliche Zeugs. Ja. Also ich glaube auch daran, aber da hat es weniger damit zu tun gehabt.
Gut. Guys, habt ihr noch Fragen bis hierhin? Ja, also wie gesagt, für mich ist das Ende offen. Ja, wenn ihr Fragen habt, kann ich gerne beantworten. Und wenn nicht, dann waren das schöne 90 Minuten. Ja. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee bzw. Tee aus meiner Tasse. In der Zeit habt ihr Zeit, vielleicht was zu schreiben. Ja, ansonsten schicke ich euch ins, wollte ich fast sagen, Wochenende. Ja, also vielen, vielen Dank. Ja. Ja, wie gesagt, diese Erfahrung, das ist, ja, das ist, der Chef sagt immer, also man trainiert im Grunde genommen am Job, ja, dass man nur da die Erfahrung bekommt. Ja, also man muss tatsächlich, also es nützt nichts, theoretisches Wissen. Ich meine, ich habe für die Eurex-Prüfung unheimlich viel gebüffelt, viel theoretisches Wissen mir angesammelt. Letztendlich hat es mir jetzt im Handel weniger geholfen. Klar, man versteht den anderen und andere, ein oder anderen Zusammenhänge. Aber wichtig ist tatsächlich, diese Praxis für sich zu nutzen und dann am besten auch richtig zu nutzen, damit man auch weiterkommt. Ne? Gut, ich bin soweit durch. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt monatlich gescheduled sind, dass wir monatlich hier auftreten, zumindest ich, um so einen kleinen Vortrag zu halten. Ja. Beim nächsten Mal gehen wir wieder in den Handel rein, ein bisschen praxisorientierter. Ja. Ansonsten bin ich soweit durch. Vielen, vielen Dank und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ne?